Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist ja nur eine kleine Werbung für mein, was heißt kleine Werbung für Instagram, aber ich wollte es einmal auf Discord präsentieren, auf Instagram und auch für euch, die vielleicht nur YouTube gucken. Ich habe eine Challenge angefangen, weil ich schon mal darauf angesprochen wurde, schon öfters, ob ich eine Draw This In Your Style Challenge mal machen könnte. Und ich habe gedacht, okay, ich mache es jetzt. Ich probiere es aus, ob sich Leute überhaupt dafür interessieren und ob Leute überhaupt Lust dazu haben. Weil ich kenne ja selber von Challenges, die sehen vielleicht geil aus. Und dann denkt man sich, soll ich vielleicht mitmachen? Und dann traut man sich doch irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt mal getraut, dass ich eine anfange. Und darum geht es hier, die Draw This In Your Style Challenge. Ich kann natürlich euch auch erklären, was das überhaupt ist für die Leute, die das gar nicht kennen und wie ihr da mitmachen könnt. Wenn ihr Instagram habt, dann schaut nach Nikita_Werden, da ist auch mein Post und es geht um dieses Bild hier. Und die Draw This In Your Style Challenge ist, dass ihr dieses Bild, was ihr hier seht, der Hintergrund ist egal, also das Türkis hier, aber das, was ihr hier seht, in euren eigenen Stil nachzeichnet. Also, das heißt, dass ihr dieses Bild sozusagen abzeichnet, aber in eurem eigenen Stil. Also, ihr könnt es auf Blatt Papier machen. Ihr könnt es Aquarell machen. Ihr könnt es in Markern machen. In Buntstiften. Digital. Ihr könnt sogar, das sage ich auch, auch wenn das editiert ist, ihr könnt sogar ein SSO-Edit machen. Also ist mir egal. Ich möchte eure verschiedensten Zeichnungen und Stile sehen. Und wenn da wirklich viele mitmachen oder ein paar mitmachen, dann will ich das nach einem Monat zeigen. Und ich werde auch die Künstler nennen. Außer ihr sagt mir, dass ihr nicht genannt werden wollt. Dann nenne ich euch natürlich nicht. Wir müssen das natürlich auch etwas sammeln. Ich muss eure ganzen Werke natürlich finden. Deswegen am einfachsten wäre es, wenn ihr auf Instagram es postet und den Hashtag, den seht ihr vielleicht. Vielleicht mache ich vielleicht auch eine Videobearbeitung größer, damit ihr es besser sehen könnt. Dieses Hashtag Werdens01. Sonst, ich muss ja eure Bilder irgendwo wiederfinden. Solltet ihr vielleicht Struggle haben, dann schickt die mir auch zur Vorsicht per Privatnachricht auf Instagram. Ihr könnt mir aber jetzt auch, wenn ihr vielleicht auf meinem Discord seid, könnt ihr mir auch das per Privat schicken, damit ich die ganzen Bilder sammle, weil ich muss die ja irgendwo wiederfinden, damit ich die auch zeigen kann. Und vielleicht mache ich auch nochmal ein Video darüber und zeige die ganzen Bilder oder ich zeige es auf Instagram oder auf Discord oder vielleicht mache ich auch auf allen drei Plattformen. Damit wir es alles schön sammeln können. Und ich bin echt mehr gespannt, ob da vielleicht Leute mitmachen. Und wenn es auch nur drei Leute sind, ich möchte mal sowas ankurbeln. Vielleicht die Leute, die gerne zeichnen, sich aber nicht trauen. Diese Challenges sind auch recht witzig, weil so lernt man auch ein bisschen. Also da traut man sich auch vielleicht an Sachen ran. Und ihr könnt sogar, ihr könnt realistisch zeichnen. Ihr könnt auch in diesem Comic-Stil zeichnen. Ihr könnt sogar Manga zeichnen. Das ist sowas von egal, aber einfach, damit wir so verschiedene Stile wie möglich sammeln. Und ich freue mich riesig darauf, wenn da vielleicht ein paar mitmachen. Weil ich sehe zum Beispiel solche Challenges gern als Übung an. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte gern vielleicht Menschenzeichnen üben. Ja, was soll ich denn zeichnen? Und dann bietet sich sowas vielleicht an. Und sei es, dass ihr einfach dieses Bild nimmt und das zum Üben sozusagen abmalt oder abpauscht. So übt man ja auch am Anfang. Am Anfang pauscht man meist auch Sachen ab, damit man die Anatomie besser drauf hat. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, solange man nicht sagt, dass das Bild einen selber gehört. Also wenn man zum Beispiel, was weiß ich, ein Künstler mag den Stil, pauscht es ab, dass man nicht sagt, das ist mein Bild, sondern hey, ich habe mit dem Bild geübt. Das ist doch egal. Seht als Übung vielleicht an, wenn ihr Bock drauf habt und traut euch. Ich bin nämlich so gespannt, ob sich da vielleicht jemand dafür interessiert. Das war's auch so von der Sache jetzt her. Wie gesagt, entweder auf Instagram mit dem Hashtag Werdens01 markieren. Oder einmal auf Discord privat schicken, damit ich muss die ja irgendwo annehmen. Ich muss die ja irgendwo finden, die ganzen Bilder, weil sonst kann ich die ja schlecht sammeln. Hoffentlich erinnere ich mich dran, meinen Discord-Link hier noch unter die Info zu packen. Sollte ich es doch vergessen haben, man möge mich doch bitte in den Kommentaren darauf hinweisen, dass ihr den Link braucht. Dann finde ich es auch wieder und dann merke ich es mir auch besser. Aber ich bin mal gespannt, wer alles mitmachen möchte. Und wie gesagt, wenn es
wenn es halt nur drei Personen sind, dann sind es halt drei Personen, aber besser als keiner, würde ich sagen. Ich freue mich, wenn ihr mitmachen würdet und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!